Freunde der Nacht. Hier dränge ich mich immer. Jetzt ist wieder Aito Folge 12 und 13. Ich weiß nicht, ein bisschen hinterher, aber motiviert mich, dass ich es noch zu Ende mache. Gerade hier eigentlich eine der Lieblingssendungen. Ich verlinke sie auch wieder. Guckt es euch gerne an in der RTL Mediathek. Und sehr amüsant. Und wir legen los, Freunde. So, hallo Freunde der Nacht. Ihr wollt ja wieder Aito haben. Wir sind jetzt Folge, muss ich mal gerade gucken, also auf jeden Fall die nächste 12 oder so, 11 oder 12, schreibe ich nur mal einen Titel rein und wir werden weiter uns dieses Drama angucken, dieses unfassbare Drama zwischen Sida, Jada und, komme ich gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst schon, auf jeden Fall rede ich jetzt erstmal Jada mit Sida, schauen wir mal rein. Ich kann das nicht mehr länger. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte es. Ich hab's ja unterschätzt. Es ist halt so. Ich war einmal in meinem Leben verliebt. Jana ist tatsächlich die zweite Frau, in die ich mich verknallt hatte. Ich weiß nicht, ob ich dir das abkaufen Alles kann, gut. dass du okay. an mich verliebt bist. Und ich weiß nicht, ob es nur... Ja, also sie ist wirklich... Also ich finde sie einfach... Benimmt sich wie eine total krasse Playerin hier mit ihrer womöglich operierten Nase. Aber mich triggert das so eben. Weiß auch nicht, warum. Und was man hier halt sieht, ist, ja, das, also, er leidet ja nur, sie liegt mit dem anderen im Bett jetzt und, sie spielt einfach weiter mit ihm rum, jetzt macht sie ihm noch wieder Vorwürfe, also, als wenn das irgendwas ändern würde, ob sie ihm das jetzt glaubt, ob er verliebt ist oder nicht, siehst du schon, mit dem anderen, also, es ist totales Playerverhalten. Weil ich die Einzige bin, wo du so ein bisschen Interesse hast und wenn wir rausgehen, schlägt das wieder um. Also, er ist auf jeden Fall ein Macho, der ist... Also sie wirft eben das vor, was sie gerade macht. Und jetzt ist er auch noch Macho, deswegen, obwohl er sich nicht zu Schulden kommen lässt, wirklich gar nichts. Ne? Ist er jetzt, vielleicht nur noch, was sie sagt, er ist ein Narzisst und so. Das ist schon wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Ja. Ne? Wenn du sagst, du willst ihn außerhalb kennen, dann nennen sie ihn außerhalb kennen. Ja, was denn? Was soll er noch sagen? Ne? Wenn du sagst, wie ich es von dir entnehme, ist es dann nur so ein Toyboy und das war's. Sagen. Na, ich sag doch nichts. Ich sag doch einfach nichts. Ich finde ihn attraktiv. Ich fühle mich zu ihm hingezogen. Okay. Aber zu dir genauso. Ja, da haben wir das herrliche Dreieck am Laufen. Ich will nicht so anziehen, oder? Schauen wir, wie das hinten aussieht. Dadurch, dass Jana sehr lange mit Sida gesprochen hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, könnte da jetzt noch was passieren oder so? Pflegefall. Kack in deinen Schuh, tu auf einen Kühlschrank, nerv den, nerv bitte. Mach's Filme auf mich, kein Problem, mach. Nice. Mach. Ist schon heftig, also was, so eine Situation wird es ja im normalen Leben jetzt nicht so ohne weiteres geben, schon echt mies. Ne? Blockbuster, mach einen Bollywood-Film, 6 Stunden. Man ist immer so kurz davor, sich zu küssen dabei. Und was sehen wir hier? Also schön seductive, Whistholder-mäßig, sie küsst ihn nicht, sie küsst ihn immer noch nicht. Ne? Das ist einfach, das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch. Ne? Da kann man dann doch nicht, ich finde das so geil. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da auf mich wütend ist, also ich hoffe es. Boah, nee, macht geil. Auf mich, kein Problem. Sie küsst ihn nicht. Sie küsst ihn. Guckt euch den Scheiß an. Tu auf einen Kühlschrank, nerv den, nerv bitte nicht mich. Was zwischen dir und Ryan? Ah, nichts? Ich schwöre. Ja, du weißt ja so, wie es dann halt immer ist. Dann machst du immer so. Okay. Wie gesagt, boah, ich finde die keine interessant, aber die im neongrünen Kleid. Da wusstest du mein Alter noch gar nicht. Nein. Jetzt weißt du, dass ich älter bin. Jetzt ist sowieso noch interessant. Ja. Weißt du, warum das so ist? Oder das, weil ich sage, ich bin verliebt, Bruder. Wallah, das war echt. War kein Bullshit. Auf alten Schiffen nennt man Segeln. Ja. Mhm. Ich will lieber die Zeit nutzen und noch mit ihm intensivere Gespräche führen. Und dann kann irgendwann der Kuss fallen. Ich bin sehr gespannt, wann unser erster Kuss fällt. Das muss man jetzt mit dem anderen, hat es ja schon zweimal rumgevögelt, also habe ich das richtig im Sinne. Er kriegt nicht mal einen Kuss, also das ist schon echt krass. Also ich will ja gewissen, was du so mit Sida gesprochen hast. Heute im Pool, meinst du? Die
reden doch jetzt bestimmt schon wieder eine Stunde fast oder so. Ja, jetzt ist sie wieder bei jetzt. Also die läuft wirklich die ganze Zeit zwischen hin und her, aber das habe ich schon mal ein bisschen vorgeguckt. Ryan wird bitter zurückschlagen. Ja, ich finde das irgendwie halt ein bisschen beängstigend, muss ich sagen, weil Jada und Sina hatten was zusammen und dann ist das nicht einfach so Schnipp vorbei. Ja, das sagt er jetzt, wo er auch mit jeden zweiten Tag mit einer anderen was anfängt. Schon lustig, echt. Aber flirtet ihr da oder kriegt ihr an? Ich habe halt Angst, dass sie da halt noch gut findet. Ich habe kein Interesse an anderen Frauen gerade hier. Weil ist von mir einfach 100% real. Wenn ich Bullshit labern würde, würde ich schon so einen Film starten. Das fickt mich doch selber, Bruder. Ist eigentlich schade, dass der sie da nicht mehr macht, weil das wird, glaube ich, also nicht mit einer anderen was anfängt, weil das wird, glaube ich, eine sehr lustige Dynamik geben. So. Das wäre eigentlich dran, weil das so verlängert hat, dieses hinter ihr herlaufen. Ne? Also Sida hat ja so Jana gesagt, ja, du musst dich morgen Abend entscheiden. Dieses Sida oder ich, das ist so meine größte Angst gerade. Wenn er das mal durchziehen würde, einer von denen, das ist ja Dreiecke, sag ich immer wieder, sind super stabil, weil sich keiner so entscheidet. Ne? Also die an den Rändern des Dreiecks nicht und das Dreieckscenter auch nicht. Also die an den Rändern können sich natürlich nur dagegen entscheiden. Und wenn sie das mal durchziehen würde, dann wäre ja alles gut, ne? Aber macht er halt nicht. Mit Jana meine ich das wirklich sehr, sehr ernst. Aber ich hoffe halt, dass das bei ihr auch so ist. Ja, prima. Das war schon, also was jetzt, ich wollte mich ja so ein bisschen auf diese Dreiecksgeschichte konzentrieren, das war jetzt schon Folge 12 und dann gucken wir mal in Folge 13 rein, würde ich sagen. Ne? So, dann Folge 13, was macht denn das Drama hier so weiter? Eben eine Sache ganz kurz sagen, das ist so wichtig. Hade! Entscheidung ist gefallen? 100%? 100%, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Haben Sie sich? Ja. Aber auch nicht aushalten können. So, oh Scheiße, was haben wir gemacht? Also jetzt, er macht das jetzt davon abhängig, dass sie sich für den anderen entschieden hat. Also nicht, dass sie schon im Bett rumlagen, 25 Nächte, sondern dass sie sich jetzt scheinbar, obwohl ich habe da nichts gesehen, geküsst haben. Also das ist auch ganz speziell. Ich habe dich angesprochen wegen Tanzen oder so, um Gottes Willen. Ich habe nur einen Kuss gesehen und das habe ich nur erzählt. Ich habe gesagt, ey, guck mal, ich habe das gerade gesehen. Ich sage dir das ehrlich. Was hast du gesehen? Dass ihr euch kurz geküsst habt. Auf die Nase habe ich den geküsst. Tamam, ich sag ja nur. Ich hab ihn nicht auf den Mund geküsst. Ist okay, ich sag ja auch nichts Schlimmes. Ich sag ja nur, ich hab das gesehen. Und hab crazy Logik, ey. Geteilt, weil ich gedacht habe, du hast ihn auf den Mund geküsst. Sie sagt, es war ein Nasenkuss. Aber dann hätte man nicht so eigentlich so erschrocken im Moment reagiert. Ich weiß es nicht. Sie sagt mir so, ich vertraue ihr mal in der Situation. Und wenn du mir sagst, das war die Nase, verstehe ich das. Ich will aber auch dich nicht belügen. Wenn es die Nase war, verstehe ich das. Wenn es nicht die Nase war und die einfach nur jede Nacht 8 Stunden rumkuschelt, da ist natürlich alles okay. Weiß, ne? Alles gut, brauchst du nichts auszusprechen. Ich meine es ernst, wenn ich Bett fertig gemacht habe und immer noch keine Antwort habe, dann werde ich einfach nicht mehr mit dir reden. Das ist so witzig, er macht es ja eigentlich richtig, er versucht es in Stein zu setzen, aber er zieht es aber nicht durch. Ne? Das nicht mehr, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Warum? Weil ich das nicht für korrekt finde. Aber wenn du mir das bis dahin sagen kannst, tut's mir leid. Das ist Erpressung. Nein, guck mal, weißt du, was das Problem ist? Weißt du, das ist wirklich wichtig zu lernen. Das ist nicht Erpressung, das sind Standards. Ne? Er sagt ja nicht, was sie machen soll. Er sagt nur, was er macht in Reaktion auf ihr Verhalten. Und so ist das Leben leider. Ne? Du kannst dich nicht entscheiden? Kann ich mich auch nicht. Okay. Kann ich mich nicht. Was soll ich machen? Ich finde euch beide mega toll. Ich stehe hier und weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und da kann man auch nichts machen. Da muss man sich eben selber entscheiden. Das versucht er jetzt, aber er macht es nicht. Und dadurch verewigen sich diese Dreiecke. Wenn das für mich einfach wäre, würde ich es tun. Ich quäle mich selber seit Tagen. Ich weiß es doch nicht. 100% ist mir scheißegal, was ist. Schmollmund. Heute wird entweder ein Ja oder ein Nein kommen und sonst bin ich dann raus. Wird nicht passieren.
für mich entscheidet. Gestern Nacht haben wir 2 Stunden geredet, heute im Pool 1 Stunde. Ja, und jetzt was soll ich machen? Ja, aber keine Ahnung, was wollt ihr denn bereden? Wird mit ihm gespielt, aber ich glaube, Ryan wollte ist eine andere. Entscheidung wissen und ich habe mich eine andere Liga. Und Entscheidung ist? Ja. Dass ich mich für dich entscheide. Das hast du ihm gesagt. Ich war kurz davor, aber... Hör, du hast es ihm nicht gesagt. Fast habe ich es ihm gesagt. Ja, aber wieso sagst du fast hätte ich es ihm gesagt. Ja, okay. Aber dann könnte ich ihn nicht weiter an der Angel haben. Ja, okay. Mal schauen, was einfach das Gespräch gleich bringt. Ich habe auch gesagt, ich will den ersten Kuss mit dir extrem schön haben, weil ich dich einfach so wow finde. Definitiv. Was wäre denn der richtige Zeitpunkt für dich? Hm? Ich muss immer auf die Wange. Aber ich glaube, jetzt. Schon gern küssen, wirklich. Herz pochen extrem. Ich finde Jana halt wunderschön. Immer noch nicht. Boah, du bist so eine dumme Sau, Jana. Ich immer noch nicht. Geküsst. Aber jetzt. Gut, können wir mal weiter gucken. Also das haben wir schon mal. Immerhin kriegt er jetzt seine Küsse. Alles gut. Easy. Ja. Ola. So ist es halt. Ich wünsche dir alles Gute. Also viel Glück und so. Er guckt einen nicht so tief in die Augen. Ihm fällt das schon sehr schwer. Das ist ja der Selbstschutz. Okay. Sind cool miteinander? Gibt's noch was? Nein. Ja. Okay. Ja, ciao, ciao. Also bis hier wäre eigentlich alles super, ne? Leute, ich check's nicht. Guck mal. So, nächster Tag. Und nachdem sie sich jetzt, sie ist einfach eine Meisterin, nachdem sie sich jetzt für den Ryan entschieden hat, was macht sie? Ja, ich hatte jetzt auch nicht mit dem anderen. Ich will es auch gar nicht checken. Ja, auch nicht. Jana ist für mich halt kein spannender Mensch. So. Das ist auch einfach nur todnervig. Die meisten Männer stehen halt auf dieses Mausihafte. Voll interessant auch. Ja, mega. Kino, Popcorn. Und deswegen haben genau die Männer halt kein Interesse an mir, sondern an ihr. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil ich bin so ein Mann auch nicht. Ja, die haben sich echt gegenseitig gefunden. Ne? Wobei der sie da einfach noch keine Standards, also schafft seine Standards natürlich zu setzen. Also es redet halt wieder mit ihr. Macht sich durchaus interessant durch diese, dass er eine Grenze zieht, aber er kriegt es einfach nicht hin. Ne? Was soll ich dazu sagen? Kannst du mal auf woanders einen Kuss geben? Das macht man einfach nicht. Das Problem... Das macht man nicht. Er macht das nur selber die ganze Zeit. Du bist, dass ich ihn so gerne hab, denn sieht er, dass mir das auch schwerfällt, von ihm so fern zu bleiben. Schau mal, mein Kopf. Was willst du da machen, ne? Oh, mein Kopf, Mann. Ja, ja. Please don't be in love with someone else. Keine Ahnung, ich fühle mich auch ein bisschen verarscht einfach. Nee. Gleichstand, würde ich sagen. Kampf der Giganten, ne? Dass wir jetzt ausgerechnet Jana und Sida auf so einer Party sind, kann ich mir erstmal ein bisschen Kopf tanzen. Mhm. Auch nicht mit Sida tanzen. Gut finden. Und auch nicht mit Sida flirten. Das sind meine 3 Punkte. Was sind die 3 Punkte? Nicht mit Sida tanzen, nicht mit Sida flirten und nicht mit Sida rummachen. Ja. Ja. Wenn Jana sich nicht dran hält, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Gib dir meinen kleinen Finger drauf. Ich hoffe, der ist nicht mehr. Das ist so geil, ey. Aber eigentlich ist es auch mal ganz gut, weil dann kann ich sehen, ob ich Jana vertrauen kann. Ja, er ist natürlich auch sehr vertrauenswürdig. Wissen wir ja auch. Ich werde jetzt hier nicht mit einer rumpuschen. Kannst du machen. Aber such dir immer Lina raus, weil die kann wenigstens küssen. Dann lohnt sich das. Sie ist einfach so geil, wie sie dann auch sagt, ist mir scheißegal, küsst doch jemand anders. Das ist einfach so geil. Okay, tanzen schon mal check, flirten auch check. Ja, ist richtig loyale Frau, ne? Loyalität 2024. Aber Sida ist, Ryan ist ja genauso. Nur Sida kommt da bis unter die Räder. Ich bin immer noch da, bei mir ja auch. Bin ganz auf Kalmar unterwegs, auf locker.
Auf Locke, ey. Voila. Nein. Ja, ich kann das nicht mehr ernst nehmen mittlerweile. Ich höre hier jedes Mal, er sagt irgendwie, ich wäre kein Mann, jetzt bin ich ein Toyboy, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen gekränkter Stolz, aber ist dann okay. Ich rede den Jungen überall gut. Ich sag, der ist voll süß, also ich verstehe den, ich mach das, ich fühle den, das ist scheiße für Ryan. Wenn ihr Fitner macht. Also sag ich ja die ganze Zeit, er versucht wirklich alles, das irgendwie nett zu lösen. Er kriegt echt nur in die Fresse von allen, von gehört auf Instagram, glaube ich, auch, und von der Moderatorin und von den anderen. Und es ist echt. Da willst du es irgendwie richtig machen und die lassen dich einfach alle nicht, ne? Mach Fitner, ist mir auch jetzt langsam egal. Sita, glaubst du, du kannst dich jetzt noch von einer anderen Frau öffnen oder Drops gelutscht? Ich würde sagen, so gefühlstechnisch definitiv nicht mehr. Kennenlernen bestimmt, mal schauen, was passiert. Oh, Seufzer. Wen wählst du denn heute? Ich wähle die wunderschöne Julia. Die wunderschöne Julia. Ryan, die wundervolle thailändische Full Moon Party hat dir endlich den Kuss mit Jana beschert. Sie hat sich für dich und gegen Sida entschieden. Hast du jetzt das, was du wolltest? Ja, schauen wir mal. Ja? Ich würde mich nicht als Sieger sehen bei diesem Wettstreit, sondern ich bin einfach nur glücklich, weil ich meine das auch wirklich ernst mit Jana. Ich fühle das einfach. Ja. Wen willst du denn heute? Ja, das natürlich werden wir, glaube ich, nicht so voll gesehen, wie lange die das hält. Die wunderschöne Jana. Jana, bist du glücklich, dass du endlich eine Entscheidung gefällt hast eigentlich? Ja, also es war viel Kopfschmerz. Deswegen ist das jetzt ganz gut, dass das jetzt erstmal vom Tisch ist. In Lisas Maries Augen sahst du gestern aber nicht ganz so happy aus, ne, Lisa Marie? Nee, ich finde, wir sollten hier niemanden irgendwie ein Ultimatum stellen oder einschränken. Natürlich, wenn dir so etwas gestellt wird, fühlst du dich das zu etwas gedrängt. Das ist kein Ultimatum. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Aber gut, die sind alle jung, aber das ist kein Ultimatum. Er hat ihr gesagt, wenn das, dann das. Und das darf man niemandem absprechen, dass er für sich Grenzen setzt. Aber du hast ja gesagt, am liebsten hättest du sie da im Körper von Ryan. Oh, da hat sie ja wieder einen rausgehauen. Och, was hat sie echt gesagt? Aber da gibt es ja keine Privatsphäre, ne? Ja, also das Problem. Jetzt guck nicht. Ui, das kommt gut. Das kommt gut, ja. Peinlich, ey. Unüberlegt. Aber nicht, weil das jetzt. Weil dein Charakter doof ist, sondern. Ach ja. Das hatte ich getroffen jetzt, ne? So geil. Das war eigentlich nur so ein Spaß. Hat sich aber gleich beide Männer mit beleidigt. Der eine sieht schlecht aus und der andere hat einen schlechten Charakter. So geil. Der Ryan, der kann da nicht so richtig drüber lachen. Was sagst du dazu? Boah, was soll ich da sagen? Keine Ahnung. Lacht sich voll unnötig. Ja. Stört es dich eigentlich, dass Jana weiterhin mit Zeit mit Sida verbringt, wie im Pool heute? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihr das gesagt. Also, sie kann gern mit Sida sprechen. Ich finde einfach nur den Körperkontakt nicht cool. Was sagst du dazu, Jana? Also, ich verstehe Ryan total. Ist nicht schön anzusehen. Du, ich verstehe dich total, aber ich mache alles genauso weiter. Ja, ist aber auch ein bisschen schwer für mich. Dich von Sida so zu trennen? Ja. Ja. Dann lockt euch mal ein. You were caught in a lie, said it with your eyes. Sets it on my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice and that shit hit me too. Gut, soweit mal für heute. Signalisiert mir mal, dass euch das interessiert. Ist immer ziemlich viel Arbeit, das hier durchzugucken. Ich weiß, ich hänge auch ein bisschen hinterher, aber ich gelobe Besserung. Ein paar Folgen sind da, glaube ich, jetzt noch draußen. Genau, schreibt mir mal, ob ich das weitermachen soll. In diesem Sinne, macht die feinen Kurse, damit euch sowas nicht passiert. Start aus dem D-Raker und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.